Und hallo zurück zu einer neuen Folge von Song of Horror. Ja, ich war mir so sicher, dass ich diesen Schlüssel da mit diesem Magnet... Oh oh. Die Kamera. Und er hat wieder Puls. Ist es besser, wenn ich gehe, wenn die Kamera auf uns zeigt? Wieder stehen wir auf dem Schlauch. Ich kann das echt nicht benutzen. Moment, ich guck doch mal rein. Eine eigenartige Kühlschrankverzierung. Nein, ich wollte... Nein! Das wollte ich doch nicht. Ich wollte es mir doch nur ansehen, Mensch. Ein Kleiderbügel aus Draht. Kann der denn nicht? Ich war mir so sicher. Jetzt weiß ich wieder nicht, was wir machen sollen. Das war eh uninteressant, ne? Ich würde doch nicht so ruhig bleiben. Und hier kannst du auch nicht irgendwie, ne? Mit dem Bügel. Was ist denn das für ein Polizist? Ich denke mal, das ist ein Dietrich. Kann ich hier irgendwie was mit tun? Das war laut. Hä? Kann ich nochmal drücken? Wo ist denn der jetzt hingefallen, der Aufzug? Ich guck nochmal durch die Kamera, wa? Ich weiß nicht genau. Oh Mann, ich trau mich gar nichts mehr. Ja, wenigstens braucht man nicht weglaufen in diesem Abschnitt. Und die hier? Kannst du damit irgendwas machen? Wofür brauchst du das denn? Der Hängemann ist auf jeden Fall weg. Jetzt ist der Aufzug abgestürzt, ne? Hat sich was geändert? Guck mal. Boah, lass doch auch die Tür nicht so laut. Ich verstehe nicht, wieso der die Tür so knallen lässt. Wenn er weiß, dass da irgendwas ist, was auf Stille reagiert, also auf Lautstärke reagiert. Diesen Geräusch. Und die Tür ist jetzt auch nicht offen, seitdem das Vieh da dran war, ne? Zufällig. No. Kannst du auf keinen Fall aufbrechen, okay. Was steht hier auf dem Schild? Galerie, Tür geschlossen. Fragen Sie am Schalter nach, bevor Sie eintreten. Ach, ist dann toll. Puh. Kein Fall aufbrechen heißt... Mist, wofür brauchen wir denn den doofen Magneten? Hier war sonst auch nichts mehr, ne?
Stapel mit Kisten. Ja. Sonst ist hier nichts. Leben. Darf zu husten! Hör auf! Hör auf! Der Stille gegenüberstehst, musst du vor. Mann! Oh. Okay. Wir haben ihn, wir haben sie. Wir haben ihn nicht mehr. Oh Mann, ist das ätzend. Und Daniel ist, glaube ich, der letzte Versuch. Sie ist, oh, ich bin gerade richtig sauer. Unauffällig ist sie nicht gerade, vor allem mit ihren Kopfhörern, glaube ich nicht. Aber uns bleibt nicht viel. Uns bleiben nur die. Wir nehmen sie. Hä? Was ist denn das hier mit Sammlerstück und so? Okay, wir werden die alle hier verlieren. Immerhin hat es ein Feuerzeug. Hallo. How weird. It's not like Dad to leave the lights on after closing up. Wem gehört diese Tasche? Ja, herzlich willkommen. Oh, wie ätzend. So. Wir gucken nochmal hier. The room is empty. I don't know what else I was expecting. Ja, und ich wünschte, du hättest einen Schlüssel zu diesem Raum. Was wollten wir denn jetzt machen? Achso, das Ding war ja abgestürzt, ne? Aber jetzt bringt uns das auch nicht weiter, oder? Der Aufzug ist abgestürzt. Hier ist immer noch zu, natürlich. Macht jeder so. Man lauscht erstmal an Türen. Oh oh. War das zu laut? Warte mal kurz. Um...
steht man ein bisschen auf dem Schlauch. Grammophon, mhm. Kann ich hiermit? Nope. Klare Antwort. Und, hiermit? Und, sorry, aber mir fällt nichts anderes ein. Hiermit? Dann weiß ich gerade auch nicht. Und das ist auch kein... Nein, ist er nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Das ist auch kein spezieller Schlüssel hier. Der wofür ist der Magnet? Ich brauche einen Griff, um das Ding zu starten. Okay. Ah, dann nicht. Ihr werdet sowieso alle hier sterben. Das war der Abstellraum, ne? Nichts erkennen. Die Tür ist so robust und dick um... Ach ja, die kann ja nichts hören. Zu ist die ja auch. Mhm. Gut, durch die Tür kommen wir auf jeden Fall jetzt erstmal nicht durch. Ach, sorry, dass es etwas dauert, aber... Diese Art von Spiel habe ich nicht gewusst, dass es das ist. Wenn wir nochmal rausgehen. Wir können nochmal aufs Klo gehen. Spiegel ist zerbrochen, hat einer der Kunden den Verstand verloren. Das ist ihr Problem. Papa hat die Handtücher nicht gewechselt und jetzt sind sie mit Staub bedeckt. Normalerweise ist er bei solchen Dingen so pingelig. Dein Papa ist, glaube ich, nicht mehr am Leben, Fräulein. Na, komm, na, ja. Oh nein. Wer hechelt denn hier? Wer hechelt hier? Muss ich da hingehen? Die wird sterben. Der ist doch tot, oder? Pistole entsichert? Kannst du das nehmen da oben? Hat sie denn selber eine Waffe? Nein. Sie, hä? Achso, sie hat ihren Walkman. Die Waffe hatte er. Die ist nicht mit in der Tasche, okay. Aber dann können wir da jetzt ja gar nicht... Ich kann da jetzt nicht reingehen, Leute. Der Typ müsste eigentlich tot sein und selbst wenn er es nicht ist, hat er eine geladene Pistole da. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich gehe gleich nochmal gucken. Der erschießt uns. Sie. Und dann haben wir nur noch zwei und das schaffen wir nie im Leben. Sonst habe ich auch keine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen, ne? Habe ich irgendwas vergessen? Hier war der Dingens. Der Gang. Da war unten sowieso zu. Hier ist sonst nichts. Es bleibt nur die Möglichkeit mit dieser Tür, aber der erschießt uns. Ohne Scheiß, der erschießt uns. Warum?
ist ein bisschen seltsam hier. Wir haben sonst auch nichts. Wir müssen da durch. Warum auch immer. Was auch immer wir da tun. Ich weiß halt auch nicht, was sie mit dem Kleiderbügel und so. Das ist ja echt ätzend. Ja, spiel mal auf Gitarre. Ist eine gute Idee. Ich gehe da nochmal rein. Aber ich sag euch, könnte sein, dass sie gleich tot ist. Ich kann auch nicht lauschen oder so. Jetzt ist ruhig. Schlüssel. Wir brauchen halt den Schlüssel, ne? Der hätte uns erschossen. Heißt das denn, der lebt hier noch? Liegt etwas auf dem Tisch. Ich frage mich, ob ich mich irgendwie reinschleichen kann. Am Fenster. Links am Fenster. Da oben ist eine Tür offen. Guck mal, da oben. Also so ein Fenster. Aber wie kommt man denn da hin? Boah. Da. Da oben. Guck hier nochmal rein. Weiß nicht, ob die sich so da reinschleichen kann. Hier ist sowieso zu, ne? Hier ist zu. Wir brauchen einen Schlüssel. Und wieso kriegt man den nicht mit diesem Magneten? Es ist unheimlich hier. So, Leute, wie kriegen wir den Schlüssel? Wie kriegen wir den Schlüssel? Ich sehe Simon nicht oder dieses Schwein Walter, aber ihre Schlüssel sind drin. Dann nimm sie doch! Muss die Schlüssel erreichen? Ich glaube nicht, dass ich es damit schaffe. Ja, womit denn dann? Oh, wieso geht das nicht? Kann ich die Schlüssel erreichen, wenn ich den Bügel verbiege? Vielleicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie greifen kann. Dann kombiniere doch diesen dummen Kleiderbügel mit dem Magneten. So sehe ich mich auch... Das ist doch ein Magnet, oder nicht? Wieso geht das denn nicht? Habe ich noch was anderes? Natürlich hat sie die Schlüssel nicht bei sich. Natürlich geht man nach seinem Vater suchen in seinem Laden, wenn man den Schlüssel nicht dabei hat. Die ist nicht. So, wir brauchen anscheinend doch noch irgendwas anderes. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich das herholen soll. Und bevor die Gute uns gleich wegstirbt, muss ich es, so leid es mir tut, wohl nachlesen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt hier noch echt rumsuchen. Aber ich glaube, das Vieh ist dann gleich da und die Gute ist tot und wir sind immer noch nicht weiter. Also, es tut mir sehr leid. Ich versuche das mal in Erfahrung zu bringen, wie man das aufkriegt.
Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in einer nächsten Folge wieder. Haltet durch mit mir bei Song of Horror mit unseren letzten drei verbliebenen Charakteren. Bis dahin, passt auf euch auf und gehabt euch wohl.